Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Heuss Reitplatzbau. Wir sorgen für einen sicheren Auftritt. So, meine Damen und Herren, ich darf heute den Ritt im Nachhinein kommentieren, den Jenny Lang mit ihrem Loverboy in Mannheim gezeigt hat, die Grand Prix Kür. Wir haben bislang 9 Paare gesehen oder 8 Paare. Einreiten, Sie wissen, das Einreiten, das Halten wird zweimal benotet, bei Beginn und am Ende der Prüfung. Hier haben wir schon mal ein sehr schönes Halten, sehr sicher gehabt. Dann legt sie sofort los zum starken Trab. Da war eine kleine Taktunsicherheit dabei, aber das kann man immer noch vertreten mit einer sehr hohen Note, in dem Fall eine 7. Heute konnte sie punkten in ihren Traversalen, das sind also Highlights dieses Paares, dieses Pferdes, nach links und rechts, ganz toller Übertritt, eine sehr schöne Seitwärtsbewegung, hier sehen wir die erste Passage, die könnte ausdrucksvoller sein, ebenso die Piaffe, da war ein kleiner Taktfehler, aber das ist nicht ganz tragisch, wird von den Richtern nicht so kritisch gesehen. Was wichtig ist, Passage, Piaffe und dann der Übergang. Der Übergang soll im Vorwärts, also geradeaus erfolgen. Hier sehen wir nochmal die Trab-Traversale nach rechts. Sehr schön kreuzend und in einem tollen Fluss und Bewegung. Nächste Passage. Eine schöne Kadenz. Sehr schön in der Anlehnung. Eine ganz ordentliche Note von 7 konnte man hier vergeben. Es könnte noch etwas aktiver aus der Hinterhand kommen und mehr gesamte Versammlung erreicht werden. Übergang zur Piaffe. Hier von hinten gesehen, gute Hankenbiegung, ganz leichte Vorwärtstendenz. Diese ist erlaubt und ein sehr sicherer, fantastischer Übergang durchs Genick nach vorne getreten. Weiter wiederum die Passage, ausdrucksvoll erhaben, mit einer guten Hankenbiegung und auch einer sehr schönen Unterarmstätigkeit. Hier eine Piaffe, die eigentlich nicht zählt. Sie zählt hinterher auf der Seite 2 bei der Choreografie und beim Schwierigkeitsgrad. Also quasi eine Piaffe als Pirouette angelegt. Ein Highlight dieses Pferdes ist der starke Schritt, aktiv Fleiß mit gutem Übertritt und einer sehr schönen Schulterfreiheit. Daraus erfolgt das Angaloppieren und nun kommen die Galopplektionen. Traversale nach links, sehr sicher in der Anlehnung, ein fliegender Wechsel, dann die Traversale nach rechts, auch hier wunderschön gebogen, eine Rechtsstellung. Dann die Linksstellung, sehr sicher immer dieses Pferd heute in der Anlehnung. Kein Problem für die Reiterin, das Pferd zu motivieren. Starker Galopp, sehr gute Rahmenerweiterung mit gut durchgesprungener Galoppade. Pirouette nach links, das war ein hoher Schwierigkeitsgrad, aus dem starken Galopp zurückzuführen in die zweifache Pirouette, die sehr schön gesprungen ist. Die Hinterhand könnte noch etwas mehr Last aufnehmen und die Balance besser halten. Nun kommen die Wechsel A2 Tembi und nun hat sie leider einen kleinen Fehler, einen Sprungfehler gemacht. In der Folge habe ich mit Jenny Lang gesprochen und habe darauf aufmerksam gemacht, dass sie diesen Fehler eigentlich korrigieren muss und noch einmal die Zweierwechsel zeigen sollte. Das muss ein Reiter in die Kür als Sicherheitsnummer einbauen. Wiederum der starke Galopp, zurückführen, Pirouette rechts, exzellent. Hier haben die Richterkollegen mit Sicherheit alle, hätten, muss ich sagen, eine 8 vergeben, bis auf den letzten Galoppsprung, der leider etwas an Balance verloren hat. Dann die sehr sicheren Einerwechsel, schnurgerade, sehr gut ausbalanciert. Hier darf man einer
zu einer ganz hohen Note greifen, nämlich einer 8. Jetzt kommt etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Das habe ich auch mit Jenny Lang besprochen. Sie hat vorhin den starken Schritt, also dieses Highlight, gezeigt. Das möchte sie natürlich ausnützen und möchte es ein zweites Mal zeigen, um die gute Note zu unterstützen. Hier würde ich dafür plädieren, dass man das so zeigt, dass alle 5 Richter das einsehen können und nicht nur eine kleine Mehrheit. Dann kommt hier der versammelte Schritt, hier war am Anfang ein kleiner Taktverlust, aber trotzdem in der Folge sehr sicher, und eine Schwierigkeit aus dem versammelten Schritt in die Piaffe übergegangen. Diese könnte jetzt etwas ausdrucksvoller sein, auch ist sie etwas zu viel nach vorne geraten. Dadurch der Übergang auch etwas verschwommen und nicht so sicher. Nochmal ein sehr schöner, starker Trab, leider erneut mit einem Taktverlust. Sie zeigt uns hier nochmal ausdrucksvoll ihre Passage, was dieses Pferd sehr gut kann, sehr schön mitschwingt und sehr schön ausbalanciert ist. Und zur Schlusslinie nochmal ein wunderschöner, starker Trab zu einem sehr korrekten Halten, sehr sicher. Und das macht natürlich eine tolle Figur, das Gesamte. Und ich denke, sie hat heute verdient gewonnen gegenüber den Mitkonkurrenten, denn diese Musik, die sie gezeigt hat, die Harmonie, die einzelnen Lektionen, waren gut darauf abgestimmt. Und darauf lässt sie auch. Ja, herzlichen Glückwunsch an Jenny Lang mit ihrem Loverby zu diesem Ritt und zu diesem Sieg hier in Mannheim. Wir begrüßen Jenny Lang. Sie ist Siegerin in der Grand Prix-Kür beim Mannheimer Maimarkt. Jenny, herzlichen Glückwunsch. Das war eine tolle Runde. Wie hast du diese Runde empfunden? Wie war dein Gefühl dabei? Herzlichen Dank. Ja, für uns war es das erste Mal vor so einer großen Kulisse, sowieso unsere erste internationale Grand Prix-Saison. Es hat riesig Spaß gemacht, hier zu reiten. Also dieses Flair hier, vor allem dieses Riesenstadion, das ist für die Dressur was ganz Besonderes und hat echt Spaß gemacht. Ja, ich habe den Ritt als ja, recht dynamisch empfunden, war teilweise vielleicht ein bisschen heiß, und aber sehr zufrieden bin ich damit. Also gerade Kür, das erste Mal Grand Prix Kür, und ja. Es gab hier im Vorfeld Diskussionen, ob man die Dressuren auf dem großen Platz veranstalten soll. Es gibt positive Begleiterscheinungen, nämlich das große Publikum. Es ist aber gleichzeitig auch ein kritischer Punkt, weil ja doch viel Bewegung ist rund ums Viereck. Was sagen die Aktiven dazu? Was ist euch lieber? Lieber so ein Viereck mit Bewegung oder lieber ein bisschen hinter den Kulissen? Ich denke, es ist für die Dressur besser, in so einem großen Stadion zu machen, weil ich denke, Dressur ist immer noch so ein bisschen im Hintergrund, und ich finde, das sollte mehr in den Vordergrund kommen. Und von daher fand ich das eine super Sache, hier das in einem großen Stadion zu absolvieren. Es ist natürlich klar, gerade am ersten Tag war es schwierig, wenn nicht so viele Leute da waren und es ziemlich unruhig auch im Stadion war, die Leute sich nicht wissen, wie man sich vor dem Ritt in der Dressur verhält. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eine super Sache, in einem großen Stadion. Man hat es auch bei anderen Turnieren, dass es auch größer ist, und ich finde es ein Zugewinn. Die Kür hat uns allen sehr gefallen. Es gab ja auch gute Bewertungen in der B-Note. Wie machst du das? Machst du das selbst, Choreografie, Musik, oder lässt du dich da beraten, oder hast du so einen Draht zur Musik oder zur Kunst? Ja, also mit der Choreografie habe ich zusammen mit der Monika Teodorescu das ein bisschen entwickelt, da ich da ja auch totaler Neukommer bin. Die Musik haben wir dann zusammen mit der ganzen Familie so ein bisschen beraten und beratschlagt, was würde denn gut zu ihm passen. Und man muss ja immer das nehmen, was einem selber auch gefällt. Das hat mir Monika auch gesagt, man muss nehmen, was einem selber gefällt. Und es sollen auch bekannte Rhythmen dabei sein. Und ich fand zum Beispiel die Kür von der Laura Bechtholzheimer genial mit dem König der Löwen. Und so ein bisschen in der Anlehnung habe ich so ein paar andere Disney-Klänge mit Dschungelbuch, mit Aladdin und so, die Richtung gewählt.
Stichwort Monika Teodorescu, die Bundestrainerin, hat dich ja auch hier auf dem Maimarkt betreut. Du bist Mitglied im B2-Kader seit diesem Jahr, du stehst in Lindenheim bei Karlsruhe, also dort ist dein Trainingsstandort. Das ist ja nicht so einfach mit dem Training. Wie organisiert ihr das, wie funktioniert das, immer wieder das Training bei der Bundestrainerin, die ja bei Warendorf wohnt? Ja, also in Lindenheim habe ich erstmal super Trainingsbedingungen, um für mich zu trainieren. Meine Schwester hilft mir auch von unten ab und zu, Kleinigkeiten und auch kann auch das mir dann sagen, was wir von der Bundestrainerin mitgenommen haben. Wir versuchen natürlich schon regelmäßig dann nach Warendorf zu fahren. Bisher hat es uns zweimal gereicht. Jetzt vor Balve wollte ich noch einmal hochfahren. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das auch in so einem Rhythmus alles auch hinzubekommen. Weil, ja, also ich kann das immer ganz gut umsetzen, was man dann im Training gesagt bekommt. Und das dann auch zu Hause umzusetzen, finde ich auch eine gute Konstellation. In Balve sind deutsche Meisterschaften, das haben wir eben gehört, da wirst du am Start sein. Ein Wermutstropfen für deine Fans in Baden-Württemberg wird sein, dass du dieses Jahr doch eher international oder wenigstens auf nationaler Ebene unterwegs sein wirst, möglicherweise weniger im Land. Ja, das ist richtig. Ich habe sozusagen die Pflicht, in Balve zu reiten, dadurch, dass ich im Bundeskader bin. Ich darf reiten, würde ich sagen. Es ist ein schönes Erlebnis, in Balve bei den deutschen Meisterschaften reiten zu dürfen. Klar, in Baden-Württemberg war jetzt hier ein schönes Turnier. Die weitere Planung ist aber noch nicht sicher, deswegen kann es auch gut mal sein, dass man vielleicht noch... Also wir wünschen uns zumindest Schutterwald, da wärst du Titelverteidigerin, also das könnte hinhauen von der Terminplanung her? Vielleicht, also wie gesagt, so weit habe ich noch nicht geplant. Wir wünschen viel Erfolg in Balve in den nächsten Wochen und überhaupt mit Loverboy. Alles Gute, Jenny Lang. Dankeschön. Heuss Reitplatzbau. Wir sorgen für einen sicheren Auftritt.